Metal! Servus, Leute! Metal, Leute! Servus! Und ein herzliches Willkommen beim Drachen! Ich wurde wieder mal gezogen am Rumrennen gewesen. So, guten Morgen, Leute! Guten Mittag, würde das besser treffen. Ja. Ich bin so müde, ey. Ich muss echt einen harten Kaffee machen erst einmal. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt mache ich das so und dann ist der Tag auch soweit schon mal im Gange. Jetzt sind wir natürlich wieder hier in das Arbeitszimmer. Ich glaube, ich werde auch irgendwann... So, das Skript machen. Und das sieht momentan noch so aus. Ja. Läuft legendäre Szene aus Matrix. Nicht schlecht. Was geht? Heftig, wa? Na gut. Ja, also das Booster hängt jetzt. Das ist echt monstergroß. Heftig. Wir haben jetzt 2014. Morgen hätte er Geburtstag. Heute ist sein Todestag. Man kann sich hier festhalten. So. Damit man auch schön ins Auto reinkommt. Dass die Leute nach Möglichkeit sich jetzt selber hier sitzen wollen. So, jetzt sitze ich bereits hinten auf der Bank. Ich glaube, jetzt kann ich langsam weitergehen. Okay. Der Baum ist hier bestimmt 50 Jahre oder mehr gewachsen. Schwabbelfett. Der steht weiter hinten als sonst, oder? So. Das ist ja perfekt. Gut. So, Leute. Ich bin gerade wieder angekommen. Ich habe nicht zu viel gefilmt unterwegs, weil ich denke, das könnt ihr euch denken. Wir haben mir schon überlegt, ob ich bei dem Lieferdienst anrufe. Ja, ich sitze gerade so ein bisschen hier rum. Kämpfe mal wieder mit den Hatern. Gut, ursprünglich vorhatte, meinen einer der Gründe, warum ich das halt nicht so mache, habe ich euch ja schon oft erklärt, wenn ich das heute aufräume und sauber mache, dann schaut es halt innerhalb von 1-2 Tagen auch wieder so aus. So, gut, ich habe meine neue Hose an. So, man sieht schon, ich bin heute richtig gut drauf. Ich habe jetzt da eine halbe Stunde oder was rum. Hab da jetzt eine halbe Stunde oder was dran rumge... Was zur Hölle? Was soll fallen gehen oder was? Hab da jetzt eine halbe Stunde oder was dran rumge... Was zur Hölle? Was soll fallen gehen oder was? Mal kurz gucken, wie das Wetter so wird. Mir ist echt warm. Ich esse jetzt noch ein Eis. Dadurch, dass es heute der erste Schnee ist, oder zumindest es kurz geschneit hat, weil ich vergesse immer unterm Dach aufzunehmen. Fakt ist auf jeden Fall, gibt es morgen einen Vlog, denke ich, wo ich dann kurz drüber rede. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen. Bis dahin, euer Drache. Tschüss. Ach so, PS. Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt länger nichts aufgenommen, das tut mir auch vollkommen leid. Ich hab mich jetzt in den letzten 2-3 Wochen in Dragonica verloren. Gut. Ja. Und das hier ist mein Bett. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt hier ein bisschen hinlege, werde ich hier heute nie wieder aufstehen. Ich werde mich jetzt gleich ins Bett legen. Und ja, Schwabbelbauch. Ich mich jetzt seit la gepflegt in mein kuscheliges, weiches Fusselbett lege. Ja, ich habe vorhin Zinken gesagt hat, gemacht hat. Und daraufhin, weil jetzt alle rumheulen und rumschreiben. Das ist doch gar kein Haterin gewesen. Leute, egal was, alle sagen immer so, ja, geh halt raus, diskutier halt mit einer vernünftig, red halt vernünftig miteinander. Stellen sich immer hin, die voll die geilsten und so.
und sind aber dann nicht in der Lage zu diskutieren. Aber selbst ein dummer, kleiner, asozialer Sonderschüler ist so intelligent, dass er weiß, jetzt offensichtlich ist, dass ich, weil letzten Endes, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich noch nicht. Einfach deswegen langweilig für den Zuschauer, weil da kann man schon mal natürlich auch eine Stunde rumhuseln, ohne dass wir irgendwas überlegen, damit die, wie gesagt, schaut eigentlich ganz gut aus. Wenn man genug vom Wasser hat und nur ein bisschen die Füße kühlen will, kann man sich hier draufsetzen. Metal, Leute, Servus und herzlich willkommen heute beim Drachen. Heute mal ohne Oberteil, aber mit, wie heißt's? Safety first, Leute, safety first. Gut, ich sauf jetzt mal Bier, rauche eine Kippe, chill meinen Abend. Heute gibt's keinen Stream, also zwischen den Filmen. Entschuldigung, ich habe Folgen gesagt, ich weiß. Den Zewa Yoda, den habe ich mir mal ein Zebra-Packing gekauft, da war ich 14 oder so oder 15, weil ich halt, erstens mal habe ich keine Lust, das Ding zu schneiden, und zum anderen, damit wäre das auch voll. Jetzt habe ich schon wieder 10 Minuten ein Video gemacht. Auch das werde ich jetzt nicht groß schneiden. Und ja, das liegt daran, dass ich Zeit zu faul bin. Mich kostet es Zeit. Was es mir bringt, sind eine Menge Klicks. Aber ich weiß nicht genau, also, passt auf. Der Witz ist, auf jeden Fall, ich hätte mich nicht so oft draufsetzen sollen. Und dann, ja, würde ich sagen, wir legen einfach mal direkt los. Ja, ich habe nichts gekonnt und das war halt schon ziemlich bitter. Speziell, weil mir da halt die Tränen gekommen sind, ist ja logisch in der Situation.